Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem nächsten Heimspiel kommenden Sonntag um 13.30 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Frank, vor dem zweiten Heimspiel in Folge, wie sieht es personell aus? Ja, ausfallen werden nur Eli und Adrian, wobei Adrian macht gute Fortschritte. Ich hoffe, dass der demnächst wieder mit der Mannschaft trainieren kann und einsteigen kann, aber fürs Wochenende wird es noch nichts. Dankeschön soweit. Und jetzt eure Fragen. Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung, macht den Anfang. Bitteschön. Die Spieler waren ja am Samstag schon, kann man sagen, schockiert, als wir mit ihnen gesprochen haben. Man hat gemerkt, das hat schon ganz schön wehgetan. Wie war da die Aufarbeitung und wie habt ihr es dann geschafft, die wieder den Fokus schnell auf die Aufgabe am Sonntag zu wenden? Naja, also Schock ist vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen. Ich finde, enttäuschen passt letztendlich besser. Wir sollten alle nicht so tun, dass es das erste Mal war, dass eine Mannschaft 3-0 geführt hat und dann noch unentschieden gespielt hat oder das Spiel nicht gewonnen hat. Ich erinnere selbst an den HSV, ist noch gar nicht so lange her. 3-0-Führung in Hannover, 3-3 gespielt. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat mal 4-0 gegen Schweden geführt. Also es passiert immer mal wieder. Natürlich extrem ärgerlich und bitter, dass es uns passiert ist in dem Spiel. Ich glaube, wir haben herausragende Leistung gezeigt. Das war dann auch in der Aufarbeitung nochmal zu sehen, wie wir den HSV komplett im Griff gehabt haben. Vielleicht wie in keinem anderen Auswärtsspiel der HSV diese Probleme in dieser Saison gehabt hat. Ja, und aufgearbeitet haben wir es so, wie man es auch aufarbeiten muss. Nämlich einmal natürlich noch gezeigt, wo die Chancen für uns lagen oder wo wir es verpasst haben. Letztendlich das Spiel dann am Ende doch für uns zu entscheiden. Nämlich einmal für die klare Vorentscheidung zu sorgen. Das war in der zweiten Halbzeit, was wir für Balleroberungen gehabt haben. Teilweise am 5-Meter-Raum vom HSV und dann eben das Tor nicht gemacht haben. Und mit dem 3-1 kippt dann so ein bisschen das Spiel. Die Wirksamkeit nach den Veränderungen im Spiel, die hat dann nicht mehr stattgefunden. Und trotzdem ist dann, darf man einfach nicht vergessen, die individuelle Qualität vom Gegner, die dafür gesorgt hat, dass sie mit 3 Chancen 3 Tore machen. Kurzum, nochmal sehr enttäuschendes Ergebnis für uns. Aber die Leistung, was wir lange Zeit gemacht haben, das war herausragend. Und ja, so wie ich es euch nach dem Spiel gesagt habe, so habe ich es auch der Mannschaft gesagt, jetzt bloß nichts einreden lassen, genauso weitermachen, weil das ist der Fußball, den wir spielen wollen, der die ganze Saison dafür gesorgt hat, dass wir so viele Punkte haben und wir wollen da weitermachen. Natürlich so die Kleinigkeiten, die Zweikämpfe, das Stellungsspiel, das, wo wir hinten raus nicht mehr ganz so konsequent hinbekommen haben, das haben wir aufgezeigt, das müssen wir besser machen, aber an unserem Spiel, an der Herangehensweise ändert dieses Spiel überhaupt nichts. Timo Lemmer hat eine Nachrichten, bitte. Es kommt am Wochenende ein großer Club hier hin, auch wie der Hamburger SV, nur in einer gänzlich anderen Tabellenlage. Du hast es gerade schon gesagt, da war sehr viel Gutes bei. Wie kann man das jetzt konservieren und dann mit in die Partie gegen Nürnberg nehmen, was natürlich wieder ein anderes Spiel werden wird? Ja, dass man sich einfach nicht beeinflussen lässt, auch auf die Wahrnehmung, die von außen kam und kommt, nach dem Motto, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen, da lache ich mich tot. Also wir müssen, auf was eine Reaktion? Ich glaube, wenn man sich die Daten anschaut, wir waren allen Daten deutlich stärker wie der HSV, außer am Ballbesitz und das Ergebnis. Das hat nicht gepasst, aber alles andere weit überdurchschnittlich, herausragend. Und deswegen da weitermachen und nicht irgendwie nochmal sich einreden lassen, dass man hier irgendwas verändern muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig, der Kopf ist da entscheidend. Und da sich nicht beeinflussen lassen, sondern weitermachen. Und das Gute ist, wie die Mannschaft sich präsentiert hat, in der langen Woche jetzt, einen Tag mehr, dass man da überhaupt nichts gemerkt hat. Ganz im Gegenteil, auch die Spieler, die jetzt nicht gespielt haben, hinten dran sind, nicht im Kader sind. Das war wieder eine Freude zu sehen, wie jeder sich total gestreckt hat und mit Lust und Leidenschaft trainiert hat. Und trotzdem ist es so, der Club kommt, das ist eine Mannschaft, die ganz andere Ziele gehabt haben. Das sieht man mal, dass die Erwartungshaltung und das, was dann am Ende wirklich passiert in der zweiten Liga, schnell in eine andere Richtung gehen kann. Und trotzdem hat der Club eine gute Mannschaft. Und trotzdem, wenn man die letzten 10 Spieltage nimmt, da hat der Club ein Torverhältnis von 8-9. Das zeigt, dass sie natürlich wenig Tore geschossen haben, aber wahrscheinlich so wenig bekommen haben wie fast keine Mannschaft. Und wie schwer es ist, gegen den Club dann auch das Spiel auch zu gewinnen. Wichtig und gut wäre, in Führung zu gehen, keine Frage. Und dann mit einer Führung besser umzugehen wie beim letzten Spiel. Nochmal Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung, bitteschön. Du sagst gerade Gegentore, der Club wenig bekommen. Ihr habt in den letzten 5 Spielen relativ viele Gegentore bekommen im Vergleich zu den 15 Spielen davor. Wie arbeitet man das auf und woran lag das? Klar, es waren einzelne Spiele, einzelne Situationen, aber es ist doch aufgefallen, dass mehr Gegentore waren als zuvor. Genau, und das ist jetzt genau diese Ostalb-Mentalität, die wir hier haben. Man hätte auch sagen können, wir haben unfassbar viele Tore geschossen.
Und das ist das absolut Positive. Oft sind wir dafür kritisiert worden, dass wir so minimalen Fußball spielen, heißt zu null spielen, mit einem Tor die Spiele gewinnen wollen. Jetzt haben wir die zweitmeisten Tore geschossen. Unheimlich viele Tore auch. Ich glaube, die letzten 10 Spiele 8-9 beim Club. Wenn nämlich alles täuscht, war es bei uns 24-18. Jetzt tun wir alles dafür, dass wir attraktiv Fußball spielen. Jetzt müssen wir erklären, warum kriegen wir so viele Gegentore. Ich glaube, dass wir uns in dieser Saison ein Stück weit weiterentwickelt haben, was die Offensive betrifft. Aber du kannst halt nicht nur sagen, in der Offensive packe ich deutlich drauf und hinten bleibt alles so. Ein Stück mehr Risiko, mehr Offensivfußball, höheres Anlaufen, höheres Verteidigen. Wobei da wirklich auch gut ist, dass wir sehr, sehr wenig Kontergegentore bekommen. Es sind ein paar individuelle Fehler dabei. Man darf nicht vergessen, bei uns spielen auch ein paar Spieler in der Mannschaft, die jetzt noch nicht auf einem absoluten Top-Niveau spielen, sondern die sich zu Top-Spieler entwickeln, aber auch noch Fehler machen. Ich glaube, das hat man jetzt einfach auch gegen den HSV gesehen, bei 2 Gegentoren. Und nochmal, wir wissen das schon, dass man da ein paar Dinge besser machen kann, dass diese Gegenwehr vor einem Gegentor einfach dann auch manchmal ein bisschen größer sein muss. Aber auf der anderen Seite wiederhole ich es gerne nochmal. Genauso weiter von meiner Mannschaft und mehr davon, weil wir sind Tabellendritter und nicht Tabellen-17. Oder 16. Sondern das heißt einfach, dass wir effektiven Fußball spielen, dass wir einen offensiven Fußball in den letzten Wochen und Monaten spielen. Und der ist, denke ich mal, relativ erfolgreich. Timo Lemmert, eine Nachricht nochmal bitte. Du hast gerade gesagt, ihr habt das gut aufgearbeitet, die Reaktion der Mannschaft war gut. Musstest du vielleicht das ein oder andere Gespräch nochmal mehr führen? Weil ich da war, zum Beispiel Tim hat ja dann offensichtlich in Frust geschoben, weil er da vor der Trainerbank gemacht hat. Aber jetzt kenne ich dich ja auch ein bisschen. So, das ist ja Leidenschaft. Also das ist ja, zeigt ja, wie ihn das Ganze mitnimmt und mitgenommen hat. Musstest du vielleicht auch nochmal speziell vielleicht auch mit ihm sprechen und ist die Hand wieder heile? Ist die Hand heil? Ja, der hat da so vorgehauen, hat so eine kleine Schnittwunde gehabt am Hand. Also war die letzte Frage nur Augenzwinkern. Ja, da habe ich nichts mitbekommen und war auch kein Thema. Hat voll trainiert und so wie wir ihn kennt, so wie er spielt, so trainiert er auch. Voller Leidenschaft und Energie. Und ich glaube, es wäre jetzt verkehrt, 1-2 Spieler rauszupicken und Einzelgespräche zu führen, sondern ich habe das vor der Mannschaft gesagt, direkt nach dem Spiel, auch wenn es in mir natürlich gebrodelt hat und wenn eine große Unzufriedenheit aufgrund des Ergebnisses da war, habe ich von der ersten Sekunde die Leistung der Mannschaft in den Vordergrund gestellt und wusste sofort, dass es jetzt nicht darum geht, eine große Enttäuschung zu zeigen, sondern den Spielern zu signalisieren, genau weiter so. Es war eine herausragende Leistung mit einem falschen Ergebnis. Und deswegen kannst du noch mal sagen, das habe ich von direkt im Kreis danach versucht vorzuleben. Ich glaube, ich habe überregional in der Zeitung gelesen, ich glaube, in der Südwestpresse war es, dass wir nach 3-0 Führung ein Spiel verloren haben. Und genau das ist die Wahrnehmung, genau das ist die Gefahr. Nee, wir haben es nicht verloren. Das Spiel geht 3-3 aus, unentschieden, ein Punkt auf dem Konto. Und deswegen nochmal wirklich auch den Kopf oben zu lassen, die positiven Dinge rauszunehmen. Natürlich die Sinne zu schärfen, was die Gegentore betrifft, auch wenn der HSV sehr, sehr effektiv gespielt hat. Aber das haben wir in der Vergangenheit auch in vielen Spielen. Und deswegen habe ich da die Mannschaft schnell versucht, dann auch richtig auch wieder aufzurichten und das Ganze nicht zu negativ werden zu lassen, weil das einzig Entscheidende ist, was passiert jetzt am Sonntag. Es ist ein neues Spiel, es ist eine neue Aufgabe, es ist eine andere Aufgabe. Und die wollen wir so gestalten, dass wir idealerweise wieder 3 Punkte zu Hause holen. Dominik Florian nochmal, Heidenheimer Zeitung, bitte. Ich bleibe auch beim Blick nach vorne. Triffst am Sonntag auf einen alten Weggefährten quasi in der Trainerausbildung, auf Markus Weinzierl, deinen Banknachbar, wenn ich richtig gesehen habe. Und ihr versteht doch auch gut, wie man von deinen Aussagen in der Vergangenheit auch gehört hat. Ist das was Besonderes, weil ihr habt ja lange nicht gegeneinander gespielt und freust du dich dann, klar, Konzentration aufs Spiel, aber natürlich ein bisschen mehr danach, auf so einen Plausch danach. Und gibt es da so Trainerfreunde, die man hat oder besondere aus diesem Lehrgang auch? Weil wir waren ja 25, da wird man nicht mit jedem jede Woche telefonieren, aber wird es ja ein paar geben. Ja, aber jetzt, Markus und ich haben jetzt nicht viel Kontakt. Gerade in der Zeit nach Augsburg, wo er dann in der Bundesliga unterwegs war, hatten wir eigentlich gar keinen Kontakt.
Dann war er im Testspiel mit Augsburg wieder her. Da haben wir natürlich die Zeit genutzt, um danach auch länger zu reden, außerhalb von einem wichtigen Pflichtspiel, wo es immer darum geht, das ist ein Job, Leistung zu bringen, Ergebnisse einzufahren. Und es wird jetzt auch am Sonntag so sein. Da hat man vielleicht kurz Zeit, über die Dinge zu sprechen. Und wenn man ja mal das eine oder andere längere Gespräch führen will, dann sind die Trainertagungen dazu da. Klar, da spricht man auch nicht mit jedem Trainer, das geht auch nicht, sondern mit denen, die man länger kennt und mit denen man eine Vergangenheit hat. Wir haben 10 Monate die Schulbank quasi nebeneinander gedrückt und da hat man dann Zeit, sich auszutauschen. Aber ja, da muss ich jetzt enttäuschen, das wird relativ unromantisch werden. Für mich geht es einzig darum, wie können wir das Spiel erfolgreich gestalten, und so wird er es auch angehen. Von daher ja, wird da jeder mit seiner Mannschaft versuchen, einfach ein gutes Spiel zu machen, einen Erfolg einzufahren, und danach ist man wieder beschäftigt. Wie ordnet man das Ganze ein? Was bedeutet das jetzt? Was sagt man in der Pressekonferenz? Wie geht es weiter? Und da bleibt eigentlich wenig Zeit für Austausch vom Privaten. Aber so allgemein, blickt man auf diese Kollegen von früher, da, mit denen man 10 Monate in Köln war, dann ein bisschen mehr. Roger Schmidt hat ja, glaube ich, am Mittwoch großes Spiel gehabt. Da sieht man, wow, was der gemacht hat. Andere sind ganz woanders gelandet. Einer von den Kollegen damals ist in Heidenheim auch, hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Hätte er seinen Vertrag auch verlängert oder wäre überhaupt hierher gekommen, wenn du ihn nicht getroffen hättest beim Trainerlehrgang? Da glaube ich jetzt eher nicht, weil da habe ich schon auch mitgeholfen, dass das damals geklappt hat. Und vielen Dank dann nochmal die Erinnerung, das wollte ich natürlich nochmal sagen. Ich habe mich jetzt extrem gefreut diese Woche, dass der Bernhard, einer meiner 2 Co-Trainer, den Vertrag verlängert hat, an die Laufzeit von meinem Vertrag angepasst hat, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass man, ja, ist eben nicht nur der Cheftrainer, der verantwortlich ist oder die Dinge allein erledigt oder regelt, sondern da gehört ein gutes Team dazu, das habe ich, da ist viel Kontinuität da. Und natürlich, klar, die, wo man aus dieser, ist aber auch schon über 10 Jahre her, das darf man auch nicht vergessen, schaut mal genau, ich glaube, wir hatten einen sehr erfolgreichen Lehrgang, wo viele Trainer in der Bundesliga trainiert haben, jetzt Roger natürlich schon mit Eindhoven jetzt wieder wirklich Erfolg hat, Champions League spielt, da schaut man natürlich schon hin. Aber auch da sind schon wieder so viele, dass man ja nichts anderes mehr zu tun hätte, wenn man schauen würde, was machen eigentlich die anderen. Also als Trainer hast du schon das Los, dass du relativ wenig Zeit hast und auch nicht den Kopf dafür hast, ja jeden zu verfolgen, jede Woche, jeden Tag, sondern so geht es mir zumindest, extrem beschäftigt bist mit dem, was du machen musst, was du beeinflussen kannst, und der Rest, da versucht man sich zu erholen und versucht man Zeit mit der Familie zu verbringen. Von daher, ja, bleibt da viel zu wenig Zeit dafür, auch mit alten Weggefährten da ausgiebig sie zu beobachten oder auch auszutauschen. Timo Lemmert, eine Nachricht nochmal, bitte. Kommen wir bekanntlich nicht von der Ostalb, deswegen, wenn man es positiv auffassen möchte und auch, denke ich, kann, habt ihr mit diesem 3-3 auch den 3. Platz verteidigt. Jetzt hast du schon oft gesagt, hier soll da keiner rumrennen mit hängenden Köpfen, wenn wir mal 6. werden sollten. Aber es ist schon ein schönes Gefühl, wieder als Tabellendritter in den nächsten Spieltag zu gehen, oder? Also, das möchte ich schon auch nochmal ausführen. Das gilt für mich grundsätzlich. Und Platz 6 wäre am Ende, wenn wir mal zurückdenken, was ist eigentlich letzten Sommer passiert? Wie hat sich die Mannschaft verändert? Wir haben absolut 3 absolute Leistungsträger verloren. Wir haben mit dem Kerschi einen Spieler verloren, der extrem wichtig für die Mannschaft war. Und das ist ja nicht das erste Mal, sondern das wiederholt sich ja immer wieder. Und deswegen glaube ich, wenn man die Voraussetzungen auf die Saison sieht, dann weiß man als erste FC Heidenheim nicht immer unbedingt, ja, wie wird die neue Saison? Klar wird es heißen, wird schon wieder werden und die werden das schon wieder richten, aber eine Garantie gibt es nicht. Das sieht man eben auch an unserem nächsten Gegner, wie schwer das ist, dann auch ja, Ziele, die man höher steckt, dann auch zu erreichen. Aber es sind eben 20 Spieltage gespielt. Das ist dann schon mehr wie eine Tendenz. Und wir haben schon auch uns über gute Leistungen, konstant gute Leistungen, haben wir uns in diese Tabellenregion auch berechtigterweise auch gebracht. Und natürlich ist es schöner, weiter oben mitzuspielen. Natürlich ist es unser Ziel, auf der einen Seite diesen Platz zu verteidigen, auf der anderen Seite immer zu schauen, geht noch ein bisschen mehr. Das ist doch ganz klar. Aber trotzdem sind es noch viele Spiele, viele große Spiele, viele Spiele mit einer großen Herausforderung, wo es eben keinen Favoriten ersten FC Heidenheim gibt. Aber trotzdem sind es auch Spiele, wo wir alle Chancen haben, diese Spiele für uns zu entscheiden. Und deswegen, ja, wir wollen jetzt diesen Weg weitergehen. Ich glaube, die Mannschaft zeigt eigentlich Woche für Woche, dass sie wirklich alles dafür tut. Das sieht man auch. Das sind herausragende Daten, die wir auch im letzten Spiel, was Laufleistung betrifft, wieder geholt haben. Selbst über unserem Durchschnitt
der höchste ist, nochmal drüber hinausgegangen. Übrigens, der HSV musste auch an die absolute Grenze gehen, das nur nebenbei erwähnt. Und trotzdem waren wir da deutlich nochmal drüber. Und deswegen, wir sind Dritter. Jetzt ist der nächste Spieltag und wir wollen natürlich diesen Platz 3 jetzt im nächsten Spieltag verteidigen. Das gelingt uns, wenn wir das Spiel gewinnen. Und das ist die Aufgabe und Herausforderung. Nochmal Timo Lemmert, bitte. Anschließend daran ist dann vielleicht auch diese konstant guten Leistungen, die ja, glaube ich, auch jeder bestätigen kann, ein kleiner Unterschied, dass ihr natürlich in dieser Saison auch vielleicht mit diesen, im Zuge dieser guten Leistung mit 3 Leistungsträgern diesmal verlängert habt. Also Buschi, Föhrenbach und der Schöppner. Das ist ja auch dann wieder ein Mosaiksteinchen in eurer Entwicklung, oder? Ja, absolut. Und natürlich, jeder weiß, sind mir die Belange des Vereins wichtig und die unterstütze ich zu 100%. Aber natürlich ist auch wichtig, dass wir ein Korsett der Mannschaft auch jedes Jahr zusammenhalten. Und wenn du dann immer wieder verschiedene Bausteine einbauen musst, dann sind wir so gefestigt und haben auch die Erfahrung und auch die Intelligenz dazu, wie man dann das Ganze wieder zusammenfügen kann. Aber das ist in der Tat wichtig, auch Signal für die Mannschaft, auch während einer Saison, auch jetzt, wenn es im Trainerteam Kontinuität gibt, dass eine Mannschaft dann auch eine gewisse Stabilität hat. Und das darf man einfach nicht vergessen. Stabilität in unserem Sinn sehr wichtig. Also habe auch eine Statistik gelesen, der HSV hat die meisten eingesetzten Spieler gehabt mit 30. Wir haben die wenigsten eingesetzten Spieler mit 21. Das zeigt einfach auch, dass wir vielleicht nicht so in der Breite uns das aussuchen können, jede Woche oder über eine Saison dann viel auszuprobieren, sondern das muss immer gleich sitzen und möglichst schnell sitzen. Das hat diese Saison bis jetzt sehr gut funktioniert. Ja, und jetzt ist der 21. Spieltag und wir haben die Chance, jetzt schon auf 40 Punkte zu kommen. Von daher viele kleine Bausteine, die wichtig sind, um am Ende zum Ziel, zum Erfolg zu kommen. Und ja, nochmal, diesen Weg wollen wir weitergehen. Dann habe ich noch eine Nachfrage und du hast es auch gerade schon angedeutet, also wenig Fluktuation, sag ich mal, so was die Startelf angeht. Jetzt habe ich es von außen so ausgemacht, dass sich so ein kleiner Zweikampf zwischen Sessa und Pick entwickelt hat. Wie siehst du das oder ist das eine Fehleinschätzung meinerseits? Nö, das sieht man an der Ausstellung. Ich finde, Picky hat jetzt jahrelang darauf hinarbeiten müssen oder musste bis zum heutigen Tag darauf hinarbeiten, dass er seine Chance bekommt. Im Übrigen wie jeder andere Spieler auch. Und ich glaube, dass er, ich habe es ja schon gesagt, bei den ersten 2 Spielen von der Bank nicht nur wegen seinem Tor, aber wegen der Leistung, wegen auch einer Veränderung im Spiel auf sich aufmerksam gemacht hat. Und Leistung wird belohnt. Und Diego hat es jetzt nicht ganz so gut gemacht, auch nach der Einwechslung. Jeder muss seine Leistung letztendlich dann ja auch bringen. Und eine Mannschaft lebt auch von diesen Konkurrenzsituationen, weil nur eine Garantie, dass immer die gleichen spielen, darf es letztendlich auch nicht geben. Man darf auch nicht vergessen, Adrian Beck, der fester Bestandteil war, der fehlt uns ja auch schon seit Wochen. Aber da ist jetzt Jan Schöppner wieder in die Position reingesprungen und hat sich da Woche für Woche wieder nach Verletzungen wieder reingearbeitet und gesteigert und ist da auf dem besten Wege, wieder die alte Form zu bekommen. Kopfballtor gemacht nach Flanke, auch ganz wichtig für ihn. Und ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, das ist das, was mir diese Woche am meisten Spaß gemacht hat und ich extrem wohlwollend auch aufgenommen habe, dass es keine Enttäuschung war, auch gerade von den Spielern, die jetzt nicht gespielt haben oder nur kurz gespielt haben oder nicht mal im Kader waren, sondern die geben alle Gas und es zeigt einfach, dass dieser Zusammenhalt in der Mannschaft groß ist und dass das auch ein großes Plus ist und auch eine Erklärung dafür, warum wir so eine stabile Saison spielen.